Wir besuchen jetzt den Lastenfahrradladen Little Big Cargo. Wir haben uns spezialisiert auf Lastenräder. Lastenräder gewinnen eine gewisse Bedeutung und meines Erachtens nach ist es nicht nur ein Trend, sondern es ist eine Bewegung, die weggeht von dem Auto als alleiniges Verkehrsmittel hin zu dem Lastenrad, was das Auto in einigen Punkten komplett ersetzen kann. Das heißt zum Transport von Kindern, von Waren auf der sogenannten letzten Meile und eben für jeden Beruf auch eben den Dienstwagen liefern kann. Ein jeder Beruf, den man sich vorstellen kann, kann sein Equipment mit einem Lastenrad, mit den entsprechenden Aufbauten, die man dann auch an die entsprechenden Zwecke anpassen kann, transportieren. Ich habe davor schon so einiges gemacht, bin auch gelernter Einzelhandelskaufmann. Tatsächlich kam ich privat an ein Lastenrad, ein ähnliches wie das hinter mir, und habe dann festgestellt, dass man wirklich alles damit machen kann. Ich bin damit komplett umgezogen, jegliche Umzugskisten, alles mit transportiert. Und da ging es dann auch los, dass ich gesagt habe, ja, etwas, was in Berlin fehlt, ist der Lastenradladen. Und da sind wir, Little Big Cargo. Das hier ist eines der sogenannten Long Johns. Das heißt, die Ladefläche ist vor dem Fahrer, der dann hier sitzt. Die Zuladung ist rund 220 Kilo. Das heißt, eigentlich alles, was man sich vorstellen kann. Selbst bei Möbelhäusern sich ein neues Bett kaufen, alles kein Problem, alles mit dem Lastenrad transportierbar. In diesem Beruf, man schaut erstmal, dass man die entsprechenden Marken, die entsprechenden Lastenradhersteller anspricht und sagt, ja, ihr verkauft ein schönes Produkt, wir hätten gerne dieses Lastenrad, dann sucht man das entsprechende Zubehör aus. Und da hat es auch viel mit dem Kunden zu tun, dass man sagt, ja, was haben Sie denn vor mit dem Fahrrad? Wir finden das, was Sie dazu brauchen und fertigen euch einen schönen Aufbau an. Der Spaß kommt insofern zustande, dass man immer wieder vor neuen Herausforderungen steht. Das heißt, eine neue Ladung, die verstaut werden muss, der Kunde kommt mit einem besonderen Anspruch an uns heran. Und da überlegt man sich dann die Aufbauten, da überlegt man sich dann, welche Lösungen gibt es. Also das Kleinste geht los bei 675 Euro. Das ist ein sehr, sehr kleines, niedliches Lastenrad und geht dann natürlich auch mit einer elektrifizierten Version, ja, an die rund 5000 Euro. Und wer kauft sie? Das sind Privatpersonen, jeglichen Alters, jeglicher Gruppe, Familien, als auch Geschäftspersonen, jegliche Berufe, auch Firmen wenden sich an uns. Zum einen muss man auch natürlich Verständnis von der Materie haben, das heißt von den Herstellern, sowohl von den Fahrrädern als auch vom Equipment. Zum anderen sollte man dann auch ein offenes, gesprächiges Wesen haben, dass man dann sich mit dem Kunden auch hinsetzen kann und ihm eine Gesprächsatmosphäre bietet, wo dann auch wirklich alle Wünsche zutage kommen, alle Fragen gestellt werden und dass man da wirklich dann nicht nur der Verkäufer glücklich ist am Ende, sondern auch besonders der Kunde, dass er alle seine Wünsche erfüllt bekommt.